Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum neuen Vlog. Der Vibe is back. Wunderschönes Wetter hier in Berlin. Ich habe gedacht, ich mache mal einen kleinen Vlog, kleinen Update-Vlog. Wir haben hier schon die Dachterrasse wieder eingerichtet. Es kann losgehen, der Sommer kann kommen. Fehlen noch ein paar Pflanzen. Guten Morgen, die Dame. Und tschüssen. Gingy und ich haben heute Morgen schon eine richtig schöne große Runde gemacht. Waren eine Stunde im Tiergarten, sind da schön ein Hasen hinterhergelaufen, zumindest zum Teil. Und ich habe mir wirklich den ersten Kaffee für euch aufgespart. Deswegen würde ich sagen, bevor ich schlechte Laune kriege, machen wir mal schnell einen Kaffee. Hm? Warum die Kühe so unordentlich aussieht? Ja, das muss ich euch erklären. Also, wie sage ich es am besten? Alina ist ausgezogen, weil sie das Gefühl hat, dass ich den Hund mehr liebe als sie. Wir machen es so schön hier, ne? Jo. Im Übrigen, das ist keine bezahlte Werbung, aber wenn ihr mal einen richtig guten Kaffee haben wollt aus Berlin und ihr seid in Berlin oder kommt aus Berlin oder wie auch immer, Impala Coffee könnt ihr Coffee to go machen. Ich nehme hier zum Beispiel immer einen koffinierten, einen entkoffinierten. Man schmeckt eigentlich keinen großen Unterschied und kann halt auch noch abends mal ein Käffchen genießen, auf entspannt, ohne dass man nicht einschlafen kann. Es ist jetzt nicht so, dass es ein komplett gechillter Samstag ist heute. Es gibt sehr, sehr viel zu tun natürlich, aber ich beginne die Tage gerne mit einem guten Vibe, mit einem entspannten Kaffee. Ich habe gerade in der Joker-App ein neues Wallpaper rausgehauen für die Pros. Könnt ihr euch hier mal reinziehen. Das sieht einmal so aus, wenn man es schließt. Das ist der Sperrbildschirm für die WWDC 2021. Und dann einmal ein entspannterer Hintergrund hier für die ganzen Apps als Hintergrundbildschirm. Ich bin auf jeden Fall mega hyped für die WWDC. Ich freue mich so unfassbar. Ich finde, Sommer und WWDC ist einfach die beste Kombi. Man kann sich mit der Software auseinandersetzen. Man kriegt diese Beta-Phase mit, wie sich die Software entwickelt, was für neue Features kommen. Man hat sein iPhone, was irgendwie neu wirkt, weil die Software sich weiterentwickelt. Gleichzeitig kann man die ganze Zeit alles durchtesten, ausprobieren. Also ich freue mich immer mega auf diese Zeit, die jetzt bald losgeht. Und ja, möchte mich auch noch bei allen Pros bedanken. Wie gesagt, ihr könnt uns dort gerne unterstützen. Zum einen bekommt ihr Benefits dafür, digitale als auch physische, die euch zugeschickt werden. Und zum anderen unterstützt ihr uns, dass wir das Hilftforum weiterentwickeln können, dass wir die App weiterentwickeln können, dass wir eine schöne Community aufbauen, die sich mit Apple auskennen, die vernünftig miteinander umgehen, wo ein guter Ton herrscht. Und ja, ich freue mich natürlich über jeden, der uns da unterstützt, weil darüber kann ich Vincent, der unser Programmierer ist, der auch die App entwickelt hat, als auch Nico, das ganze Team Rio, der zum Beispiel die Wallpaper macht, entsprechend auch bezahlen, dass sie dafür ihren guten Lohn bekommen. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Checkt es mal aus. Vielleicht joint ihr dem Club. So, die weißen IT-Ärmchen und Beinchen mal ein bisschen gebräunt. So muttet sein. Ich war ewig nicht mehr laufen. Ich habe ewig keinen Sport mehr gemacht. Warum? Dafür gibt es tatsächlich gute Gründe. Zum einen ist es so, ich fühle mich eigentlich wie vor 2 Jahren, als ich den Laden aufgemacht habe. Oder vor 1 Jahr, als wir hierher gezogen sind. Das sind immer so Phasen, die sind eigentlich bei mir wirklich immer im ersten Halbjahr, weil ich da unfassbar viel Gas gebe und reinvestiere und irgendwie was Neues dazunehme und was Altes weglasse. Und diese Phase ist immer mit sehr viel Belastung verbunden, weil ich natürlich derjenige bin, der das Ganze auf den Schultern trägt. Und deswegen in diesen Momenten bleibt eigentlich bei mir immer der Sport auf der Strecke. Ich schaffe schon, meine Ringe hier zu schließen in den meisten Fällen. Und deswegen gibt es im Moment keine Nike Running Liste. Ich werde auf jeden Fall irgendwann wieder anfangen, wenn alles soweit im Flow ist. Aber jetzt ist es erstmal das Wichtigste, kann ich euch auch nachher noch im Laden ein bisschen was von erzählen, dass ich die Projekte, die jetzt gerade aktiv sind, um die ich mich gerade kümmere, die ihr jetzt noch nicht kennt, aber die irgendwann kommen werden, ich hoffe im Herbst, voranzubringen und da wirklich komplett meine Energie drauf zu verwenden. Die halbe Stunde Sonne muss auf jeden Fall sein, das ist das, was ich maximal rausschneiden kann. Der Rest ist wirklich übelstes Gehassel gerade. Müssen mal gucken, ob wir Gingy dazu kriegen, jetzt ins Büro zu fahren. Ich glaube,
Es wird relativ schwer. Wir gucken mal, wo sie ist. Auf dem Bett ist sie nicht. Hallo, na? Schön am Ratzen? Ja, voll. Nochmal mit dem Benziner losfahren. Ein Träumchen. Ich habe es ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ich vermisse echt dieses E-Auto-Fahrer-Feeling. Ich muss jetzt gleich hier tanken fahren. Ich habe noch 35 Kilometer. Danach sind erstmal schön 80 Heu weg. Und ich fahre hier gefühlt mit einem Trecker. No hate, Schmidi. Vielen, vielen Dank, dass das Auto allein durfte. Aber ich vermisse eh. 74, 68, Decker. So, Freunde, gleich mal den Beleg auf Ehre digitalisieren. Dass der Shit schon mal weg ist. Ja, 74 Euro, ciao, Decker. Zum Auto hatten ja auch viele gefragt. Gebe ich euch mal im nächsten oder übernächsten Vlog ein kleines Update, wie da der Stand der Dinge ist. Das würde jetzt hier den Raum und den Rahmen auch sprengen. So, Leute, kleiner Walk durch den Prenzlauer Berg. Das ist halt das, was mich mega gecatcht hat, als ich das erste Mal nach Berlin kam. Diese breiten Straßen, breite Straßenzüge, viele Cafés. Jetzt machen überall die ganzen Restaurants und Cafés auch wieder auf, endlich. Das ist ein geiler Vibe, der hier gerade herrscht. So, my friends, da sind wir. Jupp. Jupp. Jopp, jopp. Wir sind wieder da, schon am Samstag im Office. Schön sauber gemacht. Sieht alles Taco Bell aus hier, warte, Indy. Und schön kühl ist es hier. Fast 2 Jahre sind wir jetzt hier am Start. Ich bin aber auch mega happy mit dem Studio hier. Ich habe auch schon Ideen, wie es hier weitergehen wird. Aber das habe ich jetzt erstmal auf nächstes Jahr verschoben. Da werden wir hier im Joker Studio den nächsten Step machen. Grundsätzlich muss ich sagen, hat sich die Investition hier auf jeden Fall gelohnt in den Standort. Es hat Joker auf jeden Fall einen richtigen Push gegeben. Und ja, nächstes Jahr freue ich mich darauf, hier sozusagen die Joker 59 2.0 an den Start zu bringen. Da arbeiten wir gerade sehr, sehr hart dran. Was machen wir heute sonst noch Schönes? Wir haben hier noch ein paar Patienten zu bearbeiten. Ich werde mich heute natürlich erstmal an den iMac setzen. Hier hinten haben wir noch einen Kollegen, den nehme ich mir jetzt gleich mal vor. MacBook Pro 15 Zoll. Wie immer, bevor was losgeht, muss natürlich hier ein Backup gemacht werden. Das haben wir hier schon auf einer SSD gemacht. Ja, bei dem Teil haben wir auch wieder ein Clean Up, ein Clean Install vor uns. Erstmal ist noch High Sierra installiert und High Sierra ist durch. Das heißt, wir müssen hier auf ein neues System. Ich bin jetzt soweit, dass ich auch auf Big Sur gehe. Seit 11.4 macOS Big Sur auf Intel-Prozessoren läuft es sehr stabil und es gibt noch sehr wenige kleine Probleme, die meistens mit externen Programmen natürlich zu tun haben. Aber wie gesagt, inzwischen ist es super stabil und deswegen werden wir hier einen großen Schritt wagen. Aber bei großen Schritten bin ich immer dafür, einen wirklichen Clean Install zu machen. Das heißt, wir machen einmal eine Sicherung. Ich schreibe mir alle möglichen Programme auf, beziehungsweise Accounts, die da sind. Schaue, dass der Schlüsselbund an ist, damit die Accounts auch übernommen werden auf den neuen Mac. Und werde so nach meinem Gusto dieses Upgrade machen. Zum Glück habe ich ein bisschen Zeit dafür, weil die Kundin das erst nächste Woche Mittwoch, glaube ich, wieder abholen will. Das heißt, hier können wir ein bisschen entspannter vorgehen und ja, das schön sauber durchziehen, dass sie danach ein wie neu gemachten frischen Mac bekommt, auch wenn der hier schon ein paar kleine äußerliche Probleme aufweist. Gute Kunden, aber auch Joker Pros bekommen hier meinen geilen Kaffeebecher. Das sind die Teile hier, das ist gepresster alter Kaffeesatz. Ich finde es richtig geil, die Idee, und die fühlen sich richtig gut an. Und der Kaffee schmeckt auch nicht so wie aus diesen Dingen hier, wo das einfach reines Plastik ist. Der Kollege ist hier noch am Arbeiten, machen wir am Montag weiter. Es wird ein bisschen dauern, bis das Update dort abgeschlossen ist. Ich denke, wir sind hier in der Showroom. Jetzt müssen wir auch schnell nach Hause, weil jetzt ist die Zeit, wo zu Hause eigentlich die schönste Stimmung ist auf der Terrasse. Bei so einem Wetter nicht zu vernachlässigen. Die kleine Ratte, wolltest du dich daran machen? Du darfst noch nicht. Nee, zu warten. Hier im Festmahl. Ich habe es gerade aus dem Kühlschrank geholt, muss jetzt ein bisschen warten, dass es hier Zimmertemperatur kriegt, beziehungsweise Sommertemperatur. Wir haben leider hier die geilste
Action verpasst, weil es ist immer so zwischen 16:30 und 17:30 ist hier mega geiles Licht, super entspannte Stimmung, eigentlich der perfekte Moment für einen gechillten Kaffee vorm Abendessen. Das fällt leider heute aus, aber was soll es? Besser gesagt, das, was meiner Meinung nach vom Preis her völlig überteuert ist, das sind die Kollegen hier. Ich mag sie richtig gerne, aber der Preis ist zu heftig. So, während Gingy auch zu essen kriegt und der Roberta hier ein bisschen sauber macht, gibt es für den Jojo heute auch richtig leckeres Abendessen. Ich werde mir was Schönes zaubern. Ich habe hier richtig schöne Sachen eingekauft. Paprika, Tomaten, Brokkoli, Avocado, Chili. Ich werde mir jetzt was richtig Nices überlegen. Vielleicht mit Reis, vielleicht mit Nudeln. Schönen alkoholfreien Bier habe ich mir schon tiefgestellt. Und werde diesen schönen Abend zelebrieren mit Formel 1 Qualifying, was ich mir nochmal reinziehen werde. Und dann werde ich natürlich den Vlog für euch schneiden, werde ich auch noch ein Video für den Joker-Kanal schneiden. Also ein kleines Entspannungswochenende mit ein bisschen Arbeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die zugeschaut haben, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielen, vielen Dank. Und wünsche euch allen einen wunderschönen Start in die Woche. Noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns am Montag, wenn ihr wollt, zum Livestream auf Twitch. Ich bin hyped bis zum geht nicht mehr. Aber das soll ja auch genug sein. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Bis Montag. Bis morgen. We'll be right back.